Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit der Mod Die Rückkehr. Ja, wir sind hier vor den letzten Dingen angekommen, also vor dem letzten... Die letzten Tore, versperrten Tore, haben wir erreicht. Und jetzt geht's los. So, wo ist der Ring? Da ist der Ring. So. So. Sehe ich gerade nicht. Tote vernichten, bitte. Dementor, Wächter der Haien von Irdorath. Eigentlich sollte da Schwarzmagier stehen, aber hey. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, das dachte ich mir. Ja, Leute. Da ist nichts zu holen. Ich denke mal, hier wird die Reise unser Ende finden. Irdorath haben wir schon fast geschafft. Viel fehlt nicht mehr. Ist nicht mehr viel. Dürfte also bald zu Ende sein. Die Reise. Das sind jetzt wirklich die letzten Tore, die uns bevorstehen. Feuerball, Feuerball. Das kenne ich schon. Okay. Das kennen wir schon, also. Feuerregen. Ja, genau. Uninteressant. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Krass. Okay. Vielleicht steht hier noch was? Uninteressant. Auch nicht. Ja, das haben wir alles schon im Sumpflager gelesen. Uninteressant. Ja. Hier ist also auch nichts mehr. Ja, okay. Dann haben wir nur noch einen vor uns und das ist dieser Schwarzmagier. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Er hat eine komische Robe an. Okay. Na dann, auf geht's, würde ich sagen. Elixier der Stärke können wir noch nehmen, genau. Bisschen Brot für die Ausdauer.
einmal einen Schinken. Gut. Und Elixier der Unsterblichkeit, bitte. Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe. Noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Ja, irgendwie Schläfer. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Ein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Yo! Fast tot! Amulett Irdorath. Auf dem Amulett sind alte Runen eingraviert. Schriftrolle des Schwarzmagiers, Tonschlüssel des Schwarzmagiers, Gold und Läscherquarz. Krass. 1080 orkischer Fusel. Na super. Was soll ich denn damit? Fühlt sich erlöst. Das ist erstmal ganz wichtig. Ich wollte schon sagen, hä? Was ist denn jetzt los? So, das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann... Ich habe so etwas wie einen Tempel gefunden. Er wird von einer Unmenge von untoter Wesen bewohnt. Erinnert mich alles verdammt an diesen elenden Ork-Tempel des Schläfers. Diesmal werde ich nicht versagen. Dieses Mal nicht. In dem Tagebuch des Schwarzmagier-Novizen ist von Hebekammern, Schlüsselmeister, Schleiterkombination und anderem Krempel die Rede. Sollte ich im Hinterkopf behalten, vielleicht nützt es mir später noch. Ich stehe vor dem letzten Tor, dieser Schwarzmagier scheint der Schlüssel dazu zu sein. Ja, der hatte einen Brief, Schriftrolle des Schwarzmagiers. Kadosh Emen Kada, das Auge der Macht erleuchte deinen Weg. In der Schriftrolle des Schwarzmagiers waren die Worte Kadosh Emen Kada zu lesen. Das hört sich an wie eine Beschwörungsformel, aber worauf lässt sich das anwenden und was ist das Auge der Macht? Ja, dann haben wir noch einen Thronschlüssel bekommen und wir hatten eine Truhe, die wir nicht öffnen konnten. Manelix, Bergkristall, Gold, Auge der Macht, aha. Ich denke mal, das lässt sich auf diese Tür anwenden. Kadosh MM Kadar, öffne dich. Oh yeah. Okay. Auge Innos ist angelegt. Und da ist er. Der letzte Gegner.
Kreuz der Elemente. Das werde ich alles schön an dir ausprobieren. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? So sehr du dich auch abwenden und winden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wer bist du? Das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurücktragen, wo du ungetüm entkrochen bist. Ernsthaft? Bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Ernsthaft? Ach, fuck. Renn! Nein, tot. Ja. Och, und jetzt... Jetzt schreibt er schon wieder nicht, ey. Da könnte ich immer ausrasten. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange... Blablabla. 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 So. Ja, lässt du mich aufstehen? Nein? Gut. Okay.
Okay, das war ein Bug. Der hätte so nicht sterben dürfen. Ja, lauf doch bitte. Wieso kriege ich den nicht besiegt? So, einmal kreuzt Elemente bitte weg und ich brauche Licht. Ist der jetzt nicht tot? Wieso zur Hölle ist der jetzt nicht tot? Ey, da könnte ich immer ausrasten, ne? Ja, genau. Ja, bleib hängen! Lade ich neu. Ja, tot. Ja, klar. Boah, der regt mich auf. Geh mir doch nicht auf den Geist, ey. Boah, wenn ich diesen Zauber auch mal finden könnte. Ja. Ja, ja, ja. Tot. So. Boah. Ich kotze, ey. Bei den Viechern. Bei den Viechern könnte ich echt kotzen. Stirb endlich, ey. Ja. Drecksding, ey. Hat super was gebracht. Ja.
Wie wär's mit Kreuz der Elemente? Hallo? Sag mir nicht, der ist unverwundbar. Ja, der ist noch unverwundbar. So. Edit, Fokus, Flex. Ich weiß jetzt nicht, ob es 1 ist oder 0. Muss ich gucken. Es war 1. Okay. B42B. Lol. Auf einmal ist er jetzt ein Ort. Manchmal kapiere ich das Spiel nicht, ne? Und ich weiß auch nie, wo meine Zauber sind. Das ist noch viel schlimmer. Da ist die Zone. Nicht zu plündern. Die Waffe. Ja, leck mich. Dann halt keine Waffe. Stirb einfach. Gut. Kannst jetzt weitergehen. Oh, noch einmal. So lange, bis der down ist. So, jetzt brauche ich wieder Lebensenergie. Reines Mana. Weiter geht's. Ich würde einfach mal sagen, hier. Vier. Fünf. Und sechs. Sechs kann ich machen, okay. Jetzt gehe ich mal ein Stück nach hinten, weil der kommt mir immer zu. Der kommt mir ein bisschen zu nah.
So. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Und die Nummer 6. Wenn ich jetzt mein Inventar öffnen könnte, wäre das ganz nice. Manchmal liebt das Spiel mich aufzuregen. So. Ja, es war klar. So, stirb. Wie? Nicht tot? So, wo ist das heilige Geschoss hier? Nummer 10. Sollte der da nicht sterben? Scheinbar nicht. Wow, ist das effektiv, ey. Diese Effektivität. So, dann auf ihn mit Gerbrand. Richtig gut geschnitten. Wir haben ein wahnsinnig tolles Schwert bekommen. Nein. Gebiete der Drachen. Auf der Klinge befindet sich ein seltsamer Stein, der einem feurigen Drachenauge ähnlich sieht. Warum habe ich eigentlich kein schwarzes Erz benutzt? Ich weiß es nicht. Welche Rune hatte ich eigentlich aktiv? Ach, Windhose. Genau. Nochmal ein bisschen auftanken. Robe wechseln. Gut, hier ist jetzt nichts mehr. Ja, Leute. Ist das das Ende? Müssen wir jetzt noch zum Schiff? Und dann ist es vorbei? Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Ein wahnsinniger Kampf, der mich sowas von gehypt hat jetzt. Ja. Ich möchte mal was ausprobieren. Ist wahrscheinlich jetzt ein kleiner Spoiler, aber egal. Oder immer noch nicht. Okay. Dann ist es erst gleich soweit. Okay. Gut. Wir haben es geschafft. Speichern nicht vergessen. Das nimmt uns keiner mehr. Dann würde ich sagen, zurück zum Schiff. What? Also, wenn ich das richtig sehe, ist der erwählte Belias tot. Das Tor geht zu. Beeindruckend. Mein Erscheinen hier überrascht dich sicherlich. Jedoch glaube ich, dass du selbst sehr genau weißt, dass solche Taten nicht vor uns verborgen bleiben. Besonders,
wenn wir diese schon vor langer Zeit vorausgesehen haben. Willst du mir sagen, dass die Hüter schon vorher davon wussten? Sogar noch mehr. Deine Existenz wurde vor Urzeiten in die Schicksalskette dieser Welt geschmiedet. Und niemand hat die Macht, das zu ändern. Jedoch denke ich, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir in den Lauf der Dinge eingreifen müssen, da es die Situation erfordert. Was meinst du damit? Ich meine, dass du deine Aufgaben in dieser Welt erfüllt hast und die Welt nicht länger einen Helden wie dich braucht. Weil du alles, was von dir verlangt wurde, bereits vollbracht hast. Dein weiterer Aufenthalt in dieser Welt kann den großen Plan der Schöpfer durchkreuzen. Der große Plan der Schöpfer? Genau der. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Aber was hat es damit auf sich? Dass sich die Gestalt dieser Welt für immer verändern wird und zu dem wird, wie sie hätte sein sollen. Ich verstehe dich nicht. Vielleicht erklärst du es mir. Na gut. Ich werde es versuchen. Ich denke, dir ist bekannt, dass drei Götter existieren, Innos, Adenos und Belia. Diese sind mit der Kraft und der Weisheit ihrer Schöpfer erfüllt. Sie herrschen schon seit Jahrtausenden über die Welt und ihr Schicksal. Zu unserem Bedauern haben diese undankbaren Kreaturen den wahren Grund ihres Daseins, der ihnen von den Elementen anvertraut wurde, vor langer Zeit vergessen. Sie haben sich gegen sich selbst gewandt und schaden mit ihren Taten unserer wunderschönen Welt. Deshalb haben wir hinter uns entschlossen, all dem ein Ende zu setzen und der Zerstörung entgegenzuwirken. Alles, was dem Pfad der Zerstörung und des Chaos folgt, wird von uns ausgelöscht werden. Als hätte es niemals existiert. Ihr wollt also die Götter vernichten? Sie und all ihre Geschöpfe, Sterblicher? Nichts und niemand kann sich vor dem Zorn der Hüter verstecken. Das ist Wahnsinn. Ich denke nicht, dass die Götter diesem Treiben tatenlos zuschauen werden. Was können sie schon tun? Diese Kreaturen sind jetzt viel zu schwach, um gegen uns zu bestehen. Übrigens, du selbst hast einen großen Anteil daran, ohne auch nur das Geringste davon zu ahnen. Ich? Du brauchst nicht zu staunen, es ist so. Und genau dies war dein Schicksal, Auserwählter. Ich werde dir nicht den geheimen Sinn all deiner Taten erklären, ich bin mir sicher, dass du es selbst sehr bald begreifen wirst. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Kommen dir diese Worte bekannt vor? Willst du mir damit sagen? Ich glaube, du fängst an zu begreifen. Außerdem denke ich nicht, dass der dunkle Gott durch den Tod eines seiner mächtigsten Diener stärker wird, als er es ohnehin ist. Und dies ist nur ein Teil dessen, was wir Hüter als unvermeidlich erachten. Alles, was geschehen soll, wird auch genau so geschehen. Ebenso wie die Vernichtung dieser Welt. Nach ihrer Wiedergeburt wird sie von uns von Grund auf neu geschaffen werden. Verstehe. Und was ist mit Innos? Ach ja, der Gott des Feuers und des Lichts. Über ihn kann ich nur eins sagen. Sein Glaube an die Menschen ist seine größte Schwäche. Doch du brauchst dich nicht länger um ihn zu sorgen. Die Orks werden sich schon darum kümmern. Ich bin überzeugt, dass sehr bald niemand mehr da sein wird, der ihn anbeten könnte. Somit wird auch sein Schicksal besiegelt sein. Die Orks? Sie gehorchen also euren Willen? Hast du sie etwa für Kreaturen Belias gehalten? Wie dumm von dir, so etwas anzunehmen. Orks sind alte Wesen. Ihr Dasein reicht weit in die Vergangenheit zurück, bis zu den Zeiten der Entstehung dieser Welt. Deshalb haben nur wir die Kraft und die Macht, sie zu befehligen. Niemand anderer ist dazu imstande. Das erklärt den Grund des ewigen Krieges zwischen ihnen und den Menschen. Absolut richtig. Ihr Hass auf die Menschen hat uns eine exzellente Möglichkeit eröffnet, sie für unsere Zwecke zu benutzen. Mit ihren eisernen Fäusten werden wir die Welt von der Menschheit befreien und sie danach in ungekannter Größe neu erblühen lassen. Also schön, doch es bleibt noch Adenos. Ja, die einzige Gottheit, die unserer Meinung nach Nachsicht verdient. Jedoch ist seine Macht nicht ausreichend gefestigt, um diese Welt im Alleingang zu lenken. Darum können wir es nicht riskieren. Verstehe. Verstehe. Was versteht er denn da? Also deswegen haben uns auch die Orks angebetet, als wir die Hüterrobe getragen haben. Und was ist mit Xardas? Ach ja, dieser beklagenswerte Magier, der sich für einen fleischgewordenen Gott hält. Er hat uns verraten, als er unsere wahren Absichten erkannte. Doch keine Sorge, der Zorn der Schöpfer wird auch ihn treffen, wo auch immer er sich befinden mag. Niemand wird der Strafe der Schöpfer entgehen.
Verstehen. Und was jetzt? Auf diesen Satz habe ich gewartet, Sterblicher. Doch ich denke, dir ist das selbst bereits bewusst. Eine andere Lösung kann es nicht geben. Dein Weg endet hier. Also wollen die Hüter meinen Tod? Nun denn, ich werde es euch jedoch nicht leicht machen. Ich zweifle nicht daran. Jemand, der die Kraft besitzt, das Tier im Alleingang zu töten, kann nicht schwach sein. Jedoch weißt du nicht, wie stark und mächtig wir wirklich sind. In dieser Schlacht kannst du nicht gewinnen. Nimm dein Schicksal an, Erwählter. Wir werden sehen. Hast du es so eilig zu sterben? Na dann, beenden wir unser Gespräch. Meine Diener werden sich um dich kümmern. Lebe wohl, Auserwählter. Dämon der Hüter. Teleport zum Versteck der Hüter. Ja, das scheint also doch noch nicht das Ende gewesen zu sein. Denn hier fängt ein neuer, größerer Teil der Rückkehr an. Und nun nichts wie zurück. Wir müssen alle anderen warnen, aber das Tor ist ja zu. Ja, wie kriegen wir das jetzt auf? Erstmal heilen wir uns. Ist vielleicht auch erstmal eine wichtige Sache. Gut. Die Heiden von Innerrhoth. Der Feind ist ein untoter Drache. Ich muss ihn töten, damit ich diese verfluchte Insel wieder verlassen kann. Das haben wir geschafft. Zurück zum Schiff. Der Feind ist besiegt und diesmal werde ich nicht wieder unter Felsen verschimmeln. Nichts wie raus hier. Zurück aufs Schiff. Die Hüter. In den Hain Irdorats bin ich dem Hüter Dagoth erneut begegnet. Sein Erscheinen dort war nun, wie sag ich es, eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Jetzt wird mir einiges klar. Die Hüter beabsichtigen etwas absolut Wahnsinniges. Sie planen die Vernichtung der Götter und aller Lebewesen auf dieser Welt. Sie finden, dass die Zwietracht zwischen Belia und Innos viel zu weit gegangen ist und dass die Welt endgültig am Abgrund steht. Für dieses Ziel benutzten sie auch mich, ohne es zu bemerken, schwächte ich selbst die Kraft der Götter dieser Welt und ermöglichte somit den Hütern, ihre finsteren Absichten zu verwirklichen. Das haben wir getan, indem wir ihre Aufgaben erfüllt haben. Es gelang mir aufzudenken, dass ausgerechnet die Hüter für den Anfang des blutigen Krieges zwischen Menschen und Orks verantwortlich sind, der nun schon so viele Jahre andauert. Dem Willen der Schöpfer unterworfen sollen diese Wesen die gesamte Menschheit vom Antlitz der Welt tilgen, damit niemand mehr die Götter anbeten kann. Es scheint ganz gut zu klappen. Der Hüter Dagoth hat auch Xardas mit einigen Worten erwähnt. Wie es scheint, hat er den Plan der Hüter und die Konsequenzen daraus durchschaut und sich davon distanziert. Jedoch bleibt die Frage, was Xardas in den Haien des Tieres wollte und was dort in Wirklichkeit geschah. Wie sich ebenfalls herausstellte, wollen die Hüter auch meinen Tod, da sie mich offenbar als eine Gefahr betrachten. Das deckt sich nicht ganz mit meinen Plänen. Ich habe es geschafft, alle Dämonen sind tot, außer Hüter Dagoth. Ich sollte mir Gedanken über die nächsten Schritte tun. Über die nächsten Schritte machen. So, wir haben eine Rune erhalten. Und zwar ist es genau dieselbe Rune, die wir schon haben. Teleport zum Versteck der Hüter. Zu weit entfernt. Kommt da jetzt. Hey, du. Es ist vorbei. Wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst. Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren.
Es gibt dort keine Diebesgilde mehr. Dadurch eröffnen sich interessante Möglichkeiten. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Ja. Er will also Zuhälter werden. So, so. Der alte Gauner. Ja, ja, der hatte schon immer ein gewisses Auge für besondere Dinge. Sagt dir dieses Buch Almanach der Besessenen irgendetwas? Pyrokar ist der Experte für diese Art von Büchern. Tut mir leid, ich weiß zu wenig, um etwas Intelligentes darüber sagen zu können. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Oh ja, eine Mütze Schlaf. Da ist noch ein Kraut, was ich vergessen habe. 2 Heilkräuter. Echt unglaublich, Heilkräuter, ey. Du hattest recht. Mario hat uns verraten. Ja, ich merke ja sonst nichts. Aber dieser Fall war klar für mich. Sei in Zukunft ein bisschen sorgfältiger bei der Wahl deiner Gefährten. Oh ja. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Ich habe den Feind vernichtet. Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen würde. Unsere Brüder waren die Suchenden, wollte ich nur mal sagen. Hey, du. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Ja, der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens müde. Ha. Okay. So. Was steht als nächstes an? Lee. Hey, du. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sagt dem Kapitän, dass er ablegen soll. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Da finde ich schade, dass er nicht seine Pläne verrät. Im Paladin und Feuermagier vielleicht ja, aber da... Nee, der sollte es eigentlich immer, weil wir sind Freunde und Freunde erzählen sich halt nun mal alles. Oh ja, das ist der ganze Tempel hier. Huh. Hey Gorn, du bist beim Schiff geblieben. Du bist beim Schiff geblieben? Klar, stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Ja. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Okay. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Dich kümmert das Ganze scheinbar überhaupt nicht. Ach, weißt du, ich hab mir gedacht, dass du es schaffen würdest. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich werde dir erst einmal folgen, schätze ich. Sehr gut. Einige Probleme erledigen sich müde? Selbst. Ich bin völlig fertig. Leg dich in die Koje, wir sind bald wieder auf See. Danke, Mann. Ich dachte schon, ich kippe hier noch von der Bank. Gute Nacht. Ich glaube nicht, dass ich das frage. Warte mal. Wir haben hier alles erledigt. Freut mich zu hören. Ich kann diese olle Schmiede nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden unter den Füßen. Okay. Hey, du. Ich habe hier einen Almanach der Besessenen. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich es ins Kloster zu Pyrokar bringe.
wenn wir hier wieder wegkommen. Ich habe es geschafft. Ich weiß, ich spüre es. Du hast Belia einen Schlag versetzt, der ihn noch einige Zeit beschäftigen wird. Doch bedenke, dass dies nur eine Episode des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse war. Das Böse findet immer einen Weg, auf diese Welt zu kommen. Der Krieg wird niemals enden. Nur Adanos allein steht zwischen den streitenden Göttern, um das Gleichgewicht zu erhalten. Er hätte mir mal lieber helfen sollen. Das hat er. Dessen kannst du dir sicher sein. Sag nun dem Kapitän, dass er so schnell wie möglich ablegen soll. Die momentane Ruhe kann trügen. Okay. Haben wir ja gemerkt. So, Torloff, mein Kapitän. Ich sag euch auch jetzt schon mal an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wie ihr sicher merkt, wird die Reise hier nicht zu Ende gehen, sondern uns noch ein bisschen weiter begleiten. Deswegen bedanke ich mich bei diesem Part fürs Zusehen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich habe den Feind eliminiert. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie sieht's aus? Können wir jetzt endlich abhauen? Ich brauche noch einen Moment. Mach schnell. Ja, genau. Ich brauche noch einen Moment. Die Szenen lasse ich jetzt noch abspielen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao und macht's gut. Ich habe den Feind eliminiert. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie sieht's aus? Können wir jetzt endlich abhauen? Ja, es ist vorbei. Lass uns verschwinden. Wenn du dir absolut sicher bist, dann geh und leg dich in der Kapitänskajüte schlafen. Wir werden bald auslaufen. Alle an Bord. Setz die Segel. Ich dachte, das war's. Okay. Dann aber nun wirklich. Machen wir hier den Cut. Ciao und macht's gut. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas, was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest, wir werden uns wiedersehen. Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut.